So wie ich das bereits gesagt habe, die Art, wie man Menschen überzeugt, du solltest diese Überzeugungskraft haben oder mit anderen Worten die Kraft der Sprache, die solltest du haben, die du bereits verloren hast aufgrund der unterschiedlichen Arten, durch die du deine Überzeugungskraft verlierst. Obwohl deine Absicht vielleicht gut ist, du hast 100% recht und du willst etwas Wahres sagen, aber du weißt nicht, wie du diese Wahrheit übermitteln kannst, weil, schau, warum gibt man den Menschen zuckerumhüllte, bittere Pillen? Der Arzt gibt diese Pillen, oder? Süß ummantelt, aber innerlich, die Medizin ist ganz bitter. Und genau so. Die Absicht ist vielleicht nicht schlecht. Du solltest keine schlechte Absicht haben, um irgendeinen Vorteil aus jemandem zu ziehen. Aber die einzige Sache, die hier wichtig ist, ohne zu verletzen, versuche, den Standpunkt der anderen Person zu verstehen. Und dann versuchst du zu überzeugen, ohne das Ego der Person zu verletzen. Das Problem liegt beim Ego, nicht bei der Sprache oder den Gedanken, den Handlungen. Aber das Ego ist ganz wichtig. Wenn du etwas sagst, auch wenn es deine Wahrheit ist, aber dann sagst du das mit Agra. Du hältst fest an deinem Standpunkt. Dann bist du starrsinnig und hältst fest an deiner Wahrheit. Und bist stur. Und dann wird das Ego der Person, der du deine Wahrheit übermitteln wolltest, das wird es ablehnen, weil das Ego verletzt sein wird. Also ohne Starrsinn solltest du das sagen. Zum Beispiel möchtest du jemandem sagen, iss kein Fleisch. Das ist die Wahrheit. Und das ist das Beste. Aber wenn du das sagst, wenn du das zu jemandem sagst, sagen wir zum Beispiel, du sagst das zu Vijay, oh, du isst Fleisch? Du bist ein schlechter Mensch, das solltest du nicht essen. Du bist ein Inder? Du bist unkultiviert, das solltest du nicht essen. Das ist mit Ego. Was ich nicht esse und du isst das, das ist falsch. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Also wird das Ego verletzt sein und er wird das nicht akzeptieren. Aber wenn du das versuchst, zu sagen, was die Vorteile sind davon, kein Fleisch zu essen, was du stattdessen verlierst und was du da machst, wie du einem Wesen das Leben nimmst, und was das Ergebnis davon ist, einem Wesen das Leben zu nehmen. Schau, es gibt unterschiedliche Arten zu überzeugen. Und dann sagst du, okay, denk darüber nach. Wenn du überzeugt bist, dann versuch, das sein zu lassen, das Fleisch essen. Das ist die Art, deine Wahrheit zu vermitteln, andere zu überzeugen. Angenommen, er fragt immer weiter, so viele Fragen, warum nicht, was ist falsch, und solltest du in der Lage sein, das zu beantworten und überzeugende Antworten haben, dann wird deine Wahrheit akzeptiert werden, andernfalls nicht, andernfalls wird es ganz schwierig sein, von unserer Wahrheit zu überzeugen, die anderen nicht mögen.